Einen wunderschönen guten Abend hier aus dem Deutschen Museum Bonn zu Pauls Portablen Planetarium Sternenhimmel live. Das ist für uns eine Premiere. Wir streamen zum ersten Mal diese Veranstaltung oder eine Veranstaltung aus dieser Reihe live zu Ihnen und ich begrüße Sie alle sehr herzlich. Ich freue mich natürlich über alle die, die diese Veranstaltungsreihe schon kennen, die sonst hier wären. Normalerweise wäre das um diese Zeit hier in diesem wunderschönen Ausstellungsraum des Deutschen Museums hier proppenvoll bis hinten auf die Galerie. Das können wir in diesen Zeiten leider nicht machen. Umso mehr freue ich mich, dass es technisch möglich ist, dass Sie es trotzdem sehen. Und ich freue mich natürlich auch über all die, die das hier überhaupt nicht kennen, die zum ersten Mal hier zuschauen, denn das geht ja heute über Bonn hinaus. Sie können es im Prinzip weltweit gucken. Das ist ja das Schöne am Internet. Ja, für alle die, die wissen, was kommt, brauche ich diese Veranstaltungsreihe nicht groß zu erklären. Für alle die, die es zum ersten Mal sehen, ein paar einleitende Worte, was Sie heute hier erwartet. Worum geht es denn heute? Also, das ist ein Vortrag über Astronomie, so viel ist schon mal klar. Und diese Reihe Portables Planetarium, die ist so entstanden, es gibt tatsächlich eine Art Planetarium hier, keine Planetariumskuppel, aber ein Planetariumsprogramm, eine Software, womit man den Anblick des Sternenhimmels zu verschiedenen Zeiten und Orten simulieren kann. Das wird dann immer hier auf der großen Leinwand hier im Deutschen Museum Bonn gezeigt. Und gerade die Ausgabe, die immer vor den NRW-Sommerferien kommt, die dient dann ein bisschen auch der Interaktion. Dann sagen die Gäste hier, wo sie denn demnächst in Urlaub hinfahren und ich zeige dann den Sternenhimmel. Ich zeige natürlich auch immer den aktuellen Nachthimmel. Diese ganze Reihe Pauls Portables Planetarium entstand eigentlich nach dem Internationalen Jahr der Astronomie. Das war 2009 und gerade hier in Bonn gibt es ja eine Menge Institutionen aus dem Bereich der Astronomie. Wir haben ja die Forschungsstätte Bonn, wir haben das Argelander-Institut für Astronomie, das Max-Planck-Institut für Radioastronomie und eben hier dieses wunderbare, kleine, feine Technikmuseum, die Zweigstelle des Deutschen Museums hier in Bonn. Und die Idee war, diese tollen Aktionen, die wir im Jahr der Astronomie 2009 hatten, dass man ein bisschen von dem Schwung mitnimmt. Und so ist diese Reihe entstanden, gibt es also jetzt tatsächlich schon 10 Jahre. Und mein Name ist Paul Hombach. Ich bin kein studierter Astronom. Ich bin Astronomiereferent seit vielen Jahren, aber im Hauptberuf Pianist und Schauspieler. Also einer, der sich für Sterne interessiert. Ich gucke auch selber sehr gerne mit verschiedenen Teleskopen und Sie werden heute auch einige Aufnahmen von mir sehen, aber auch von anderen Menschen aus der deutschen Astronomieszene und Sie werden überrascht sein, was da für tolle Ergebnisse zu sehen sind. Es gibt also immer einen Teil, wo ich den aktuellen Sternenhimmel kurz erkläre und dann gibt es einen Teil, das ist so meine kleine astronomische Wundertüte. Ich schaue immer nach, was hat mich selber in den letzten Wochen beim Thema rund um den Sternenhimmel selber interessiert und ich stelle Ihnen dann immer so ein Best-of zusammen. Das Schöne an der Astronomie ist ja, man kommt dann leicht von einem Thema aufs andere, aber Sie werden mir hoffentlich dann folgen und in der nächsten guten Stunde mit mir zusammen ein paar Sternstunden verbringen. Also, es geht los. Das erste, wie gesagt, ist ein Programm, mit dem ich den Sternenhimmel zeigen werde. Und das Schöne an diesem Programm und anderen, die ich heute auch noch erwähnen werde, ist, es ist kostenlos. Wenn ich jetzt hier einen Applaus generieren könnte, würde ich einen riesen Applaus loslassen für die Herrschaften, die Stellarium programmiert haben. Eine wunderbare Software gibt es inzwischen sogar als Web-Anwendung und stellarium.org, da können Sie sich dieses Programm kostenlos laden. Und ich glaube, für kostenlose Sachen darf man auch gerne Werbung machen. Ist hiermit geschehen. Gucken wir uns das Programm mal an. Ich werde also jetzt hier jetzt mal schauen, dass ich dieses, das war eins zu früh, jetzt schaue ich mal hier, dass ich zu Stellarium wechseln. Wir verbinden hier gerade zwei Computer miteinander und streamen das zu Ihnen. So, Sie müssten jetzt eigentlich einen Anblick, wie hier ich auf der Leinwand das habe, des Sternenhimmels über Bonn jetzt kurz nach 19 Uhr am heutigen 17.06. sehen. Das heißt, es ist noch hell, hier in Bonn gerade nicht, wir haben wahrscheinlich gleich ein Gewitter draußen, kriegen wir hier unten nichts von mit wahrscheinlich, aber Sie sehen, die Sonne stünde eigentlich noch am Himmel. Ich kann die Zeit ein bisschen vorspulen, um 20 Uhr, da macht sie sich schon langsam in die Büsche, die Sonne, und um 21 Uhr geht sie unter. Wir sind kurz vor der Sommersonnenwende, das heißt, wir haben jetzt so die längsten Tage des Jahres, es wird eigentlich
auf dem Breitengrad von Bonn, das sind die 50,7 Grad Nord, wird es nachts gar nicht mehr so richtig stockduster. Und Sie sehen, wenn ich die Minuten hier so laufen lasse, geht die Sonne unter, so, es ist so kurz nach 10 schon. Und dann schauen Sie mal, wann Sie auf Ihrem Bildschirm zu Hause jetzt so die ersten Sterne sehen. Es dauert bis nach 10 Uhr, bis man hier die ersten Punkte sieht. Da sehen Sie hier zwei im Nordwesten. Das ist tatsächlich ein Rest Winterhimmel, den Sie da noch sehen. Das ist Castor und Pollux in den Zwillingen. Und was sich hier dann andeutet, dieses Sternbild hier, was so aussieht wie ein Bügeleisen, was hier kopfüber im Westen steht, das ist das Bonner Wappentier, das ist der Löwe. Wenn ich Ihnen jetzt nur mal diese Punkte am Himmelsblau zeige, dann ist man so ein bisschen lost. Man hat direkt nicht so auf Anhieb die Orientierung, aber das Ganze funktioniert ein bisschen so wie dieses Malen nach Zahlen. Die menschliche Fantasie verbindet diese Punkte zu Sternbildern. Und das kann ich hier mit einem Tastendruck auch mal machen. Sie sehen hier besagtes Bügeleisen, aber das ist tatsächlich das Sternbild des Löwen. Glauben Sie nicht, dann schalte ich hier mal eine, das macht bei den Planetarien ja auch so, eine künstlerische Darstellung der Sternbilder ein. Und dann sehen Sie, in der Tat, es ist der Löwe auf dem Sprung zum Horizont. Der Löwe ist eigentlich ein Frühlingssternbild, dem es jetzt auch an den Kragen geht. Die ganze Himmelskulisse dreht sich ja mit dem Jahr, dem Jahreskreis. Wir sehen zu unterschiedlichen Zeiten im Jahr verschiedene Sternbilder, einfach weil wir als Planet Erde um die Sonne fahren. Das ist im Grunde ein Abbild davon. So, wir lassen mal ein wenig im Vorwärtsgang hier den Löwen untergehen. Die Jungfrau folgt. Und dann schauen wir mal hier langsam in Richtung Süden und weiten auch ein bisschen den Blick. Wir sind bereits jetzt von der Uhrzeit, ich kann es Ihnen noch mal in groß einstellen, wären wir schon nach Mitternacht, so weit wollte ich gar nicht gehen. Gehen wir mal ungefähr auf Mitternacht. Dann sehen Sie, so geht es leichter, mit dem, wenn ich die Bilder wieder ausschalte, dann sehen Sie hier im Süden ein sehr interessantes Sternbild, gerade über den Horizont ragen, das ist das Sternbild Skorpion. Sie sehen, dass man hier im Süden auf der Breite von Bonn nur einen Teil des Skorpions sieht. Und damit kommen wir zu diesem Thema Reisen. Reisen sind ja zum Teil wieder möglich. Und falls Sie zum Beispiel in Richtung Mittelmeer reisen, kann ich Ihnen zeigen, dass Sie da das Sternbild des Skorpions deutlich besser sehen werden als von hiesigen Breiten. Schauen Sie mal gerade, wenn Sie meinem Mauszeiger folgen, hier nach Südosten, da sind zwei Planeten aufgegangen, nämlich Jupiter und Saturn. Das Besondere in diesem Jahr ist, dass sich Jupiter und Saturn so nahe stehen. Der Jupiter braucht etwa 12 Jahre, um einmal um die Sonne zu kreisen. Also wo die Erde ein Jahr braucht, ist ein Jupiterjahr 12 Jahre und ein Saturnjahr sogar 29,5 oder etwas über 29. Jetzt können Sie sich vorstellen, dass diese beiden langsamen äußeren Planeten sich recht selten überholen. Und wenn der Jupiter in 12 Jahren einmal rum ist, ist der Saturn ja schon ein Stück weiter. Und der Jupiter braucht noch ein bisschen länger, um ihn einzuholen. Und tatsächlich passiert es alle 20 Jahre, dass Jupiter Saturn überholt. Und dieses Jahr, kurz vor Weihnachten, am 21. Dezember, werden sich beide sehr, sehr nahe kommen. Das wird man dann aber nur noch knapp in der Abenddämmerung sehen können. Dafür haben wir jetzt den ganzen Sommer lang Jupiter und Saturn schön nebeneinander bei uns am Nachthimmel zu sehen, allerdings nicht in besonders großer Höhe. Das liegt eben daran, dass sie in einem sehr südlichen Sternbild sind, nämlich hier zwischen den Sternbildern Schütze und Steinbock. Und jetzt zeige ich Ihnen mal, wie sich der Anblick des Himmels ändert, wenn wir nach Süden gehen. Wenn Sie sagen, jetzt sind wir ja hier im Juni und ich fahre doch erst im Juli, macht nichts. Das, was hier für Mitternacht angezeigt ist, wenn wir den Längengrad untergehen, das ist das gleiche 2 Stunden früher in einem Monat. Also das heißt, wenn wir es jetzt Mitternacht haben, wäre das dann 22 Uhr einen Monat weiter. Das kann man leicht umrechnen. So, ich habe hier eine Funktion, wo ich mit dem Pfeil
einmal nach Süden gehen kann. Ich würde jetzt hier mal so in den Mittelmeerraum gehen, vielleicht zur Süditalien etwa diese Höhe, Süditalien, Südspanien, nur so als Beispiel mal. Und dann sehen Sie bereits hier, der Skorpion ist komplett über dem Horizont, inklusive Stachel. Jetzt erkennt man auch, warum die Menschen seit früher Zeit immer in diesem Bild einen Skorpion gesehen haben. Und Sie sehen übrigens auch, dass hier Jupiter und Saturn schon, obwohl sie gerade erst aufgegangen sind, höher am Himmel stehen. Ja, das Spiel kann man natürlich weiter treiben. Würden wir hier irgendwo in Äquatornähe sein, dann würden wir den Skorpion sehr hoch am Himmel stehen. Ich muss das Bild schon ein bisschen aufmachen. Jupiter und Saturn ziehen sehr hoch über den Himmel. Sie sehen hier das schimmernde Band der Milchstraße. Und gerade hier im Bereich Skorpionschütze, da sehen wir so die dichtesten Bereiche unserer eigenen Galaxie. Wenn Sie da mal an einem dunklen Standort fernab von Lichtverschmutzung den Himmel genießen können. Und in der Tat, Mitte Juli wird auch der Mond nicht stören. Und wenn Sie dann etwas weiter im Süden sind, dann haben Sie diese leuchtenden Sternwolken unseres galaktischen Zentrums ziemlich hoch im Himmel stehen. Wir haben hier auch schon zwei sehr helle Sterne, die für Deutschland nie über den Horizont kommen. Das sind Alpha und Beta im Zentaur. Und weiter unten sehen Sie sogar das Kreuz des Südens. Ich hatte vor ein paar Jahren mal die Freude, auf einer astronomie-spezialisierten Farm in Namibia den Sternhimmel zu beobachten. Und wenn wir jetzt nach Namibia einfach mal hier so reinklicken, so Pi mal Daumen, dann sehen Sie das Kreuz des Südens sogar noch deutlich höher stehen. Das also denn zum Anblick der Sterne, je weiter man nach Süden kommt, dann haben Sie auch Sternbilder, die hier von Europa aus nie zu sehen sind. Gehen aber zurück, weil ich möchte Ihnen ja gerne die Nacht über Bonn noch zu Ende führen. So, Bonn, Germany. Da sind wir wieder zurück. Sie sehen Saturn und Jupiter recht kläglich nah am Horizont, aber die Nacht ist ja noch nicht rum. 0 Uhr, 1 Uhr, 2 Uhr. So, gucken wir mal. So gegen 3 Uhr erreichen die beiden im Moment ihren Höchststand. So hoch ist es nicht. Und dann sehen Sie hier auch sehr schön das sogenannte Sommerdreieck, den Schwan mit dem Stern Deneb, Vega in der Leier und Attair im Adler. Und wie gesagt, einen Monat weiter, 2 Stunden früher, sehen Sie genau diesen Anblick. Übrigens ist ein weiterer Planet gerade aufgetaucht im Südosten, nämlich Mars. Auch der wird heute noch ein Thema sein, weil er auch Besuch von einer Raumsonde in einigen Monaten hoffentlich bekommen wird und weil er im Oktober zur Höchstform aufläuft. Wir werden im Oktober den Mars am nächtlichen Himmel über Europa sehr günstig sehen können. Er wird sehr hell, er kommt der Erde relativ nah und das heißt, wenn Sie ein Teleskop haben, werden Sie auch doch recht viele Einzelheiten auf Mars erkennen können. So, der ist also jetzt gerade schon aufgegangen, aber die Nacht nähert sich bereits dem Ende. Es ist schon kurz nach 3, Viertel nach 3. Um 3:45 wird es schon wieder hell. Wie gesagt, wir haben die kürzesten Nächte und die längsten Tage des Jahres hier rund um die Sommersonnenwende. Und wenn Sie noch weiter nach Norden gehen, dann sehen Sie gar keine Sterne mehr. So nördlich des Polarkreises geht die Sonne dann gar nicht unter. Dann haben Sie einen Polartag. Bei uns haben wir immerhin ja nicht ganz weiße Nächte, aber helle Nächte und die auch ihren Reiz haben. Und hier geht diese Nacht dann jetzt zu Ende. Mit dem Mars die Sterne verblassen, die Sternbilder und Sternbildnamen kann ich dann auch mal ausschalten. Na. So, und dann erscheint hier gleich auch in Blickrichtung Osten der Mond, ein abnehmender Mond, den hätten wir morgen früh noch zu sehen. Und hier haben wir die Venus als Morgenstern. Und die Venus wird uns als Morgenstern, noch ist sie ein bisschen schwierig zu sehen, aber sie wird uns als Morgenstern begleiten bis ins, ja fast ins neue Jahr hinein. So, das also zum Thema Sternhimmel und Nacht über Bonn. Nun zurück zu unserem heutigen Vortrag. Was ist in den letzten Wochen Interessantes am Himmel passiert? Für mich war das
ein Frühjahr der Planeten. Wir hatten ja eine ganz außergewöhnliche Wetterlage, dass wir im März und April so viele Wochen mit klarem Nachthimmel hatten. Das haben Sternfreunde nicht so oft. Und entsprechend konnte man all das, was ich Ihnen, wenn Sie das im Februar hier noch live gesehen haben, was ich Ihnen versprochen hatte, gucken Sie morgens raus, da werden Sie einen Tanz von drei Planeten sehen. Genau das konnte man tatsächlich bei bestem Wetter beobachten. Einen Planetentanz am Morgenhimmel, aufgeführt von unseren äußeren Nachbarn Mars, Jupiter und Saturn. Ich habe keine besonders tolle Kamera. Das kann wirklich jeder und jede machen. Sie können einfach Ihre Kamera dann mit, was weiß ich, auf einem kleinen Stativ und dann so mal eine Sekunde belichten. So etwa sind diese Bilder entstanden. Das einzige Einschränkung war, man musste sich doch ziemlich den Wecker stellen. Und hier sehen wir am 22. März den hellen Jupiter. Da ist der Mars, der den Jupiter gerade überholt. Und da ist Saturn mit so einem leichten Teler aufgenommen. Jetzt mache ich so ein kleines Daumenkino draus. Der 23. März, der Mars, achten Sie auf den Mars, wie der weiterwandert. 24., 26., da war er schon zwischen diesen beiden Planeten, ein schönes kleines Planetendreieck. 28., 3., 30., jetzt hat der Mars fast schon den Saturn überholt und am 1. April stand Mars tatsächlich genau unterhalb von Saturn. Und dann zog sich 6., 4., 8., 4. diese Kette schon wieder etwas in die Länge. Am Abendhimmel aber war ein fast noch interessanteres Geschehen zu beobachten. Ich weiß nicht, ob Sie in diesen Tagen so vor und nach Ostern, in diesen Wochen konnte man, wenn man abends in der Dämmerung oder im frühen Abend mal nach draußen schaute, so grobe Richtung Westen, dann haben Sie wahrscheinlich alle irgendwann mal dieses ganz helle Objekt gesehen, wie ein ganz heller Stern, der hellste Stern weit und breit, heller als alle anderen Sterne. Und ja, das war dann auch kein Stern, das war ein Planet. Planet heißt ja Wandelstern in der wörtlichen Übersetzung. Und dass sie wandeln, haben wir ja eben schon gesehen, dass die eben auf ihren verschiedenen Bahnen um die Sonne von der Erde aus gesehen solche Tänze aufführen können. Und auch der Abendstern hat sich bewegt von Abend zu Abend am Sternenhimmel. Und der Abendstern ist der Planet Venus, unser innerer Nachbar. Hier habe ich eine gleichzeitig aktuelle Aufnahme und doch historische Aufnahme. Es gab die Mariner 10 Raumsonde, eine amerikanische Forschungssonde, ein Satellit, der 1974 bereits die Venus erkundet hat und die wolkenverhangene Venus fotografiert hat. Wir sehen die Venus deshalb so strahlend hell, weil sie von einer dichten Wolkenhülle umgeben ist. Das heißt, die Venus zeigt nie ihre eigentliche Oberfläche, sondern sie hat eine sehr, sehr dichte Atmosphäre. Und diese Wolkenoberseite, die glänzt eben so hell im Sonnenlicht. Und für uns, fürs bloße Auge oder auch im Teleskop, sieht man keine Struktur. Aber wenn man ein bisschen in etwas anderen Wellenlängenbereichen, zum Beispiel im Ultravioletten, schaut, sieht man schon Struktur. Und heute ist die Bildverarbeitung so gut, dass man diese historischen Aufnahmen von damals im Kontrast noch hochrechnen kann, wie hier geschehen. Und mein lieber Sternfreund Daniel Fischer, der das tolle Blog Skyweek betreibt, der hat das noch mal ein bisschen Kontrast verstärkt. Also sehen Sie hier sehr gut Strukturen in der Venus-Atmosphäre. Wir haben ja im Moment die Situation, dass für einige Destinations die Reisewarnungen aufgehoben werden. Allerdings, ich muss Sie enttäuschen, meine Damen und Herren, die Reisewarnung für den Planeten Venus kann nicht aufgehoben werden. Wenn Sie zur Venus reisen würden, dann würden Sie gleichzeitig gekocht, zerquetscht und mit Säure verätzt. Das wollen Sie nicht haben. Ich kann die liebliche Venus, unseren Abend- oder Morgenstern, nicht als Reiseziel empfehlen. Die Venus-Atmosphäre ist eigentlich ein Beispiel für einen extremen Treibhauseffekt. Sie ist 92 Mal dichter als unsere Atmosphäre, also ein ungeheurer Druck, der da herrscht. Die Temperaturen, die sind so im Bereich von 440 bis knapp 500 Grad, das ist deutlich oberhalb des Schmelzpunktes von Blei. Und wenn es da regnet, dann sind es Schwefelsäure-Tröpfchen, die nicht mal weit kommen aus diesen etwa 50 Kilometer hohen Wolken. Also es ist ein sehr ungemütlicher Ort. Schauen Sie sich die Venus lieber aus der Ferne an.
Eine weitere, sehr viel aktuellere Aufnahme einer japanischen Sonde aus dem Jahre 2018 zeigt uns nochmal diese doch sehr interessanten Wolkenstrukturen auf der Venus hier mit einem Instrument, das zwei verschiedene Bereiche im ultravioletten Licht nutzt. Die Venus könnte von der Größe her als fast eine Zwillingsschwester unserer Erde durchgehen, wenn wir hier mal im Maßstab beide Planeten nebeneinander haben. Die Venus ist hier ihrer Atmosphäre beraubt. Das ist ein atmosphäreloses Radarbild. Damit man überhaupt ein bisschen weiß, was auf der Oberfläche ist, braucht man tatsächlich Sensoren wie Radar vor Ort, das kann man mit Raumsonden machen, die dann streifenweise die Oberfläche mit Radar abtasten und dann haben Sie eine Idee, wie die Oberfläche aussieht. Sie ist verglichen mit der Erde flacher, aber Sie haben auch Gebirge und Sie haben so merkwürdige Grabensysteme. Sie haben auch einige Einschlagskrater, die nur einige Millionen oder 100 Millionen Jahre alt sind, vergleichsweise jung. Und vielleicht hat die Venus eine sehr vulkanische Vergangenheit gehabt, dass da viele Umwälzungen waren. Also man sieht auch tatsächlich eine Menge Vulkane oder vulkanische Strukturen auf der Venus. Aber ob die noch aktiv sind, so allzu lange kann es mit der Aktivität nicht her sein, aber so einen wirklich ausbrechenden Venusvulkan live in Action, da ist der sicherste Beweis noch nicht erbracht. Die Venus bleibt also spannend als Forschungsobjekt und es macht auf jeden Fall Sinn, da weiter mal Raumsonden hinzuschicken. Ich habe Ihnen hier mal von der Magellan-Sonde so eine kombiniert mit Aufnahmen des europäischen Venus-Express, also einen Berg auf der Venus in der Radarsicht gezeigt. Und ja, ich muss es leider so sagen, wie es ist, es gibt sogar auf der Venus Corona. Ja, das ist natürlich jetzt eine ganz spannende Nachricht, weil es sich in dem Fall um Coronae, also eine geologische Struktur handelt. Eine Corona auf Venus ist eine Art eingesunkener Vulkan, also wie so eine Caldera, die zusammenstürzt. Hier sehen wir das, die größte von allen dieser Corona-Strukturen auf Venus. Das ist hier Artemis Corona, umgeben von einem Grabensystem. Und das sind hier über 2000 Kilometer Durchmesser, dass Sie ungefähr eine Idee haben von der Größenordnung dieser Strukturen. Also Unerwartetes, was man auf Venus finden kann, wenn man mal unter die Wolken blickt. Zurück zu unserem Nachthimmel. Auch ich habe meine kleine Kamera dann gezückt, um den Abendstern von Tag zu Tag auf seinem Weg unter den Sternen zu verfolgen. Hier sehen wir ganz hell die Venus und das hier ist nicht etwa der kleine Wagen, sondern das sind die Plejaden. M45, ein offener Sternhaufen, das Siebengestirn, Sie haben wahrscheinlich alle schon mal davon gehört. Und das Ganze ist eine Teleaufnahme und wer hier durchs Bild fliegt, das ist vom Herrn Elon Musk, einer dieser Starlink-Satelliten, die ein bisschen für Aufregung sorgen, weil es irgendwann mal Tausende davon werden sollen. Und wenn die alle Strichspuren in ihren Himmelsaufnahmen machen, dann haben das die Astronomen, Profis wie Amateure, nicht ganz so gerne. Aber die gute Nachricht ist, es wird daran gearbeitet, diese Satelliten etwas abzuschatten, dass sie nicht mehr gar so sehr stören. Hier habe ich also einen erwischt. Einen Starlink-Satelliten mit dem Siebengestirn und der Venus am Abend des 31. März. Also schauen wir mal, wie die Venus sich von Tag zu Tag, der Wandelstern, wie er wandelt. Das ist auch nochmal der 31. Das fand ich besonders schön von der Perspektive, wo ich gerade stand. Das ist ja fast schon was Weihnachtliches hier, dass die Venus hier auf einmal auf der Kirchturmspitze sitzt. Plejaden oben drüber. Aber jetzt mal der 2. April. Zwischen blühenden Kirschbäumen hier noch vor dem Untergang erwischt, Venus neben den Plejaden. 3. Und das war das Besondere in diesem Jahr. Am 3. April ist die Venus vor den Plejaden, vor dem Siebengestirn hergezogen. Und man konnte als Amateur Aufnahmen wie diese machen mit relativ geringem Aufwand. Und weil ich das so von Tag zu Tag machen konnte, habe ich Ihnen mal hier eine kleine Collage mitgebracht, wo Sie den 1., 3. und 4. April sehen, also wirklich ein Wandelstern, der an den Plejaden vorbeigezogen ist. Venus hat dann auch mal im Laufe des April noch Besuch bekommen, hier vom zunehmenden Mond,
Und wenn Sie etwas länger belichten, und manchmal sehen Sie es auch mit bloßem Auge oder Fernglas, dann sehen Sie, dass die zunehmende, übrigens auch die abnehmende Mondsichel, nicht den ganzen Mond, nicht, das ist nur ein Teil dessen, was Sie sehen, sondern Sie sehen tatsächlich den ganzen Mond. Sie sehen so ein graues, fahles Leuchten. Das ist Ping-Pong-Licht, denn vom Mond aus gesehen, wenn Sie eine schmale Mondsichel haben, dann würden Sie vom Mond aus gesehen fast eine Vollerde sehen. Und die Erde reflektiert sehr viel Sonnenlicht in Richtung Mond. Und dieses Sonnenlicht erhält die Mondnachtseite. Der Mond zeigt uns immer die gleiche Seite. Das hat damit nichts zu tun. Es gibt keine Dark Side of the Moon. Der Mond wird einmal ringsherum im Laufe eines Umlaufs gleichmäßig immer von der Sonne beschienen. Aber Sie sehen tatsächlich das Mondgesicht, das bekannte, eben auch mal im milden, reflektierten Sonnenlicht, was von der Erde gespiegelt wird. Ja, im Mai hatten wir sogar zwei Abendsterne kurzzeitig. Wenn Sie nah an Ihren Monitor gehen, ich zeige Ihnen hier unten, unterhalb dort in diesem kleinen Wolkenband, das war Merkur, der eine Abendsichtbarkeit zeigte. Und am 21. Mai begegneten sich die beiden. So, Sie sehen aber auch, die Venus ist jetzt schon in der hellen Dämmerung, das heißt, irgendwann wird der Abstand zur Sonne geringer und geringer und irgendwann endet eine solche Abendsichtbarkeit. Warum ist das so und warum wird die Venus dabei zu sichern? Das ist eine Grafik, die ich für diese Präsentation benutzen darf, die das sehr schön erklärt. Fangen wir mal hier an. Wir blicken als Betrachterinnen und Betrachter aus Richtung der Erde in das innere Sonnensystem, da haben wir hier die Sonne, und hier kreist unser innerer Nachbar Venus auf ihrer Bahn. Fangen wir hier mal an, wenn die Venus von uns aus gesehen hinter der Sonne steht, sehen wir eine Voll-Venus, klein, aber quasi voll beleuchtet. Wenn sie ganz hinter der Sonne steht, sehen wir sie natürlich dann nicht, aber es wird, wenn sie hier hervorkommt, sehen wir sie dann am Abendhimmel auftauchen, erst noch hier so 4/5 beleuchtet, aber dann, wenn sie so ihren größten Abstand von der Sonne erreicht, das können bis zu etwa 48 Grad sein, die Stand 360 Grad ein Kreis, 48 Grad ist also schon ganz ordentlich. Sie sehen die Venus nie während der ganzen Nacht, Sie sehen sie, aber in diesem Jahr war es so, dass sie erst nach Mitternacht unterging, als sie diesen großen Abstand hier hatte. Dann sehen wir eine Halb-Venus und dann wird die Venus-Sichel immer größer, aber gleichzeitig eine abnehmende Venus-Sichel, wie ein abnehmender Mond. Und dann wird es ganz spannend in den Tagen, wo sie dann zwischen Erde und Sonne hindurchzieht und auf die andere Seite wechselt, wo sie dann Morgenstern wird. Da blicken wir fast nur noch auf die Nachtseite und es ist wirklich nur noch eine atemberaubend feine Sichel übrig. Jetzt sagen Sie wahrscheinlich zu Recht, zwischen Erde und Sonne hindurchziehen, das würde ja bedeuten, dass wir die Venus ja vielleicht sogar als Silhouette vor der Sonne sehen. Und tatsächlich, das kann passieren. Allerdings ist das extrem selten, so ein Venus-Transit oder Venus-Durchgang. Zu unseren Lebzeiten gab es es genau zweimal, Juni 2004 und im Juni 2012. Und diese Aufnahme habe ich gemacht Anfang Juni 2004 und hier sieht man die Venus, die brauchte 6 Stunden, um hier die Sonne zu überqueren als dunkler Punkt. Und ich hatte zufällig die Kamera bereit, als dann eine Sekunde lang hier der Flieger vorbeiflog. Das ist mir dieser Schnappschuss damals gelungen. 8 Jahre später ging es wieder vor der Sonne her für die Venus bei ihrem Überholmanöver. Und jetzt sind wir ja wieder 8 Jahre weiter, aber diesmal reißt die Serie oder ist gerissen. Am 3. Juni hat die Venus den Sonnenrand knapp verfehlt. Knapp nördlich, also oberhalb, vorbeigezogen. Und erst in 97 Jahren, 2117, wird es wieder einen Venus-Transit geben. Und naja, wer gerade jetzt geboren wird, hat durchaus eine realistische Chance, das vielleicht sogar zu erleben. Ja, wie kann man denn dann diese Venus-Phase, diese mehr oder minder Sichel sehen?
Und ich freue mich, dass ich in diesem Vortrag auch Bilder zeigen kann von anderen Sternfreunden. Es gibt eine tolle Szene da in Deutschland von Fotografen und es gibt auch Foren oder auch eine Planetenbeobachterliste. Und der Ralf Kreuels ist da einer der ganz aktiven Menschen neben vielen anderen Damen und Herren. Und hier sehen wir eine etwas weniger als Halbvenus. Vor allem sehen Sie aber, wie eben auf den Raumsondenbildern, Wolken. Und das mit einem natürlich sehr guten Amateur-Equipment und viel Erfahrung und entsprechenden UV-Filtern. Aber es ist heutzutage sogar möglich, mit von engagierten Amateurastronomen, dass man Wolkenstrukturen auf der Venus zeigt. Wie kommen solche Bilder zustande? Und ich wollte es selber auch mal probieren. Ich habe Folgendes gemacht. Ich habe im Garten ein Teleskop aufgebaut. Dieses oder auch mal kleinere. Dann hier so ein kleines, ja, das ist so eine CCD-Kamera. Da ist ein Chip drin und dann haben Sie hier ein USB-Kabel. Hier steht mein Laptop. Und dann kann man kleine Filmsequenzen aufnehmen. Und diese Filmsequenzen kann man später mit Programmen zusammen sich ausrechnen. Dann kommt dann so etwas raus. Das sind so meine ersten Gehversuche jetzt mit dieser Kombination, mit dieser Kamera und diesem Programm gewesen. Da habe ich hier am 7. Mai eine Venussichel. Und schauen Sie mal, der 18. Mai, gar nicht so viel später, nur ein paar Tage, wie schmal diese Venussichel geworden ist. Dann habe ich am 20. Mai gar nicht mehr die Mühe gemacht, das aus so einem Videostream zu rechnen, sondern ich habe einfach mal das Handy ans Okular gehalten und abgedrückt und auch da eine ganz schöne Sichel rausbekommen. Aber damit Sie mal sehen, aus was für einem Rohmaterial solche Bilder entstehen, habe ich Ihnen mal ein Originalvideo mitgebracht. So, ich habe es ein bisschen zentriert, aber Sie sehen, wie das wackelt. Das ist natürlich nicht die Venus selber, das ist unsere Erdatmosphäre, die sehr turbulent ist. Und ich musste die Venus ja ziemlich nah an der Sonne schon einstellen, am Taghimmel. Und da herrschte oft sehr unruhige Luft. Und dieses Video muss ich dann in ein Programm geben, was Folgendes macht. Es guckt sich die, was weiß ich, 1% besten Bilder aus dieser Serie an. So ein Video besteht dann ja aus 3.000, 4.000, 5.000 einzelnen sogenannten Frames, einzelnen Videobildern. Und das Programm zerlegt dieses Video und sortiert 99% der schlechtesten Bilder aus und nimmt nur das 1% der besten und addiert die dann zusammen. Und da gibt es auch ein neues Programm, auch von einem Bonner Sternfreund hier geschrieben, Planetary System Stacker, auch das kostenlos, was ich hier gerne kundtue. Also, und was ist mir da als schmalstes gelungen? Das ist diese Venus-Sichel vom 26. Mai. Bedenken Sie, am 3. Juni war schon Feierabend. Am 3. Juni stand die Venus unmittelbar neben der Sonne. Und die spannende Frage war natürlich, wie lange würde es mir gelingen, die Venus auf ihrem Weg zur Sonne noch zu verfolgen? Klar, mit dem Teleskop kann man so mit Computersteuerung oder mit Koordinaten, kann man das am Tag hin machen. Aber wie wäre der Abendstern noch in der Abenddämmerung zu sehen. Wie lange würde das noch gehen? Und ich kann Ihnen hier mal Bilder zeigen, dass man die kleine Sichel sogar mit einem Teleobjektiv aufnehmen konnte. Das hier ist mit 600 mm Brennweite und man konnte es auch in einem schon vergleichsweise kleinen Fernglas sogar schon sehen. Eine winzige Sichel. Und damit Sie mal so eine Idee bekommen, die Venus wurde maximal etwa knapp eine Bogenminute groß. Ja, was ist eine Bogenminute? Eine Stunde hat 60 Minuten und genauso ist es bei den Winkeln. Ein Grad hat 60 Minuten. Ein Grad ist der 360. Teil von einmal rum um den Himmel. Und wenn Sie sich den Mond vorstellen, den Vollmond, ja, der hat ungefähr ein halbes Grad. Das sind 30 Bogenminuten. Also ist das ein bisschen weniger als ein 30stel eines Monddurchmessers. Und das sah man hier, vor allem hier mit einem Mauersegler und zwei Elstern, hier in der Abenddämmerung schon am 27. Mai. Und hier sieht es ja fast so aus, als würde die Elster sich überlegen, ob sie dieses glänzende Ding sich nicht gleich hier noch da zu Gemüte führt. Also man konnte sehr schöne Aufnahmen in der Abenddämmerung machen, aber wie lange würde es gehen? Dann habe ich tatsächlich hier am 28. nochmal durch ein kleines Teleskop fotografiert, die Sichel am 29. Da
wurde es schon immer enger. Und dann kam der 30. Mai, da gab es nur noch 6 Grad, 6 ein Drittel Grad Abstand der Venus zur Sonne. Ich hatte eigentlich gedacht, so spätestens an dem 29. Mai sieht man nichts mehr. Diese Venus ist zu nah dran. Aber hier, ich habe es extra mal markiert mit diesem roten Pfeil. Sie können fast mit der Nase an Ihren Monitor jetzt rangehen, müssen Sie mal gucken. Dann sehen Sie hier tatsächlich blass, aber eindeutig noch eine kleine Venussichel. So, ich dachte, das war's jetzt. Näher wird es garantiert nicht funktionieren. Und dann kam diese nochmal eine schöne Wetterperiode an Pfingsten und man konnte auch wieder ein bisschen reisen und ich habe das tatsächlich zu einem Kurzaufenthalt im Schwarzwald und dann die Vogesen. Und ich hatte einen Standort im Rentschtal und das war so etwas mehr als 600 Meter Höhe. Man blickt hier über so die Ausläufer des Schwarzwaldes hinweg und was Sie da hinten am Horizont sehen, das sind schon die Vogesen und ich habe eine andere Handy-App genutzt, die mir die Gipfelhöhen von allen möglichen Bergen und Hügeln zeigen kann und auch die Entfernung von meinem Standort mit GPS gemessen. So wusste ich, diese Hügelreihe da am Horizont ist etwas mehr als 70 Kilometer entfernt und vielleicht nur 400 Meter hoch, so ein bisschen wie das Siebengebirge hier bei uns. Aber das bedeutete, dass ich sogar ein bisschen unter den 0-Grad-Horizont geblickt habe und das war von Vorteil. Lassen wir die Sonne mal untergehen und dann kurz nachdem sie weg war, ich wollte nicht mit dem Fernglas reingucken, Sonne gerade weg unter dem Horizont und dann finde ich tatsächlich am 31.05. noch einmal hier, auch mit der Kamera, mit dem Fernglas sowieso, aber auch mit der Kamera, diese blasse Sichel. Und 4¾ Grad war der Abstand nur noch. Noch nie ist mir so eine enge Begegnung Venus-Sonne in der Beobachtung gelungen, einfach in der Abenddämmerung, kurz nachdem die Sonne weg war. Und ich dachte jetzt auch, das war's, aber einen Tag später, auf dem Foto sehen Sie es leider nicht, aber ich hoffe, dass Sie es mir glauben. Ich habe zweimal an derselben Stelle die Venus nochmal gefunden, in nur 3 Grad 12 Bogenminuten, 3,2 Grad Abstand. Ja, es war niemand vom Komitee für das Guinness-Buch der Rekorde dabei. Ich weiß nicht, ob man sowas einen Rekord nennen kann. Für mich persönlich ist es einer. Und es ist erstaunlich, dass man diese blasse Sichel da noch sehen konnte, auch wenn ich Ihnen das Beweisfoto leider schuldig bleiben muss. Hier habe ich mit diesem eben erwähnten Programm Stellarium Ihnen die Situation meiner Schwarzwaldbeobachtung nochmal nachgestellt. Es war tatsächlich am 1. Juni, 21.24 Uhr Sommerzeit. Hier haben wir den Horizont, die 0-Grad-Linie und ich guckte ein bisschen darunter, etwa vielleicht hier, der Sonnenrand war da gerade verschwunden und Sie sehen, so nah dran war die Venus und doch zu sehen. Also man soll sich nie scheuen, als Sternenenthusiast auch mal ein paar Dinge auszuprobieren in den eigenen Beobachtungen. Das ist eine Sensationsaufnahme, die ich Ihnen hier zeigen kann. Vielen Dank an Sebastian Voltmar, einen der besten Fotografen, die wir in Deutschland oder vielleicht weltweit haben. Der Sebastian hat die Venus dann einen Tag später mit dem Teleskop noch viel näher an der Sonne eingestellt und mit sehr viel Erfahrung und sehr viel Bildverarbeitung die Venus als leuchtenden Ring aufgenommen. Und Sie sehen auch, dass dieser Ring nicht ganz homogen ist. Die Sichel war unfassbar dünn. Das ist ein 1/20 eines Prozents. Das kann man sich kaum vorstellen. Also wir sehen fast nur die Nachtseite und hier Sonnenlicht, das hier noch ringsherum kommt durch die Venus-Atmosphäre. Und Sie sehen auch, dass die an einigen Stellen unterschiedlich dick zu sein scheint oder unterschiedlich hell. Und in solchen Bildern, auch wenn es von einem in Anführungszeichen Amateur, aber der auf Profiniveau arbeitet, gemacht wurde, steckt auch jede Menge Wissenschaft noch drin. Und ich habe ein weiteres tolles Bild von Sebastian, das ich Ihnen hier zeigen darf. Er hat eine Collage gemacht im gleichen Größenmaßstab. Da war die Venus noch eine etwas größere Sichel hier am 21. Mai. Das war der Tag, als Venus und Merkur sich begegneten. Sie erinnern sich vielleicht an das Foto von eben. Und so nah standen die beiden nicht. Merkur stand nicht vor der Venus. Er hat das als Fotomontage zusammengesetzt, aber es ist ihm sogar gelungen, mit einem durchaus handelsüblichen guten Teleskop
sogar Oberflächendetails auf dem kleinen felsigen Merkur abzubilden. Also kann man nur gratulieren, dass jemand solche wunderschönen Aufnahmen macht. Übermorgen wird es nochmal spannend, meine Damen und Herren. Ich hoffe, dass wir am 19., das ist jetzt also der Freitag, morgen so kurz vor 10, 10 vor 10 habe ich jetzt mal hier eingestellt, auch für Bonn mit Stellarium. Ich hatte Ihnen ja gezeigt, die Venus taucht erst morgens dann wieder auf und das ist dann schon am Taghimmel, Sonne ist schon über dem Horizont, aber wenn Sie dann die Mondsichel finden, dann schauen Sie mal, am beleuchteten Mondrand wird die Venus, die selber noch jetzt wieder eine Sichel ist, vom Mond bedeckt. Der Mond wird sich langsam über die Venus schieben und sie eine Stunde später etwa wieder freigeben. Also ein interessantes Himmelsereignis jetzt, das eines der spannendsten jetzt im Juni, steht uns noch bevor, übermorgen Vormittag, wenn Sie Zeit und Gelegenheit haben. Ein gutes Fernglas sollte die Venus eben dem Mond schon zeigen. Und es dauert dann eben auch ein bisschen, bis der Mond ganz über die Venus hinweggezogen ist, denn die Venus ist ja nicht einfach ein Punkt. Sterne verschwinden schlagartig am Mondrand, wenn sie bedeckt werden. Planeten nicht. Planeten sind zwar viel kleiner als Sterne, uns aber sehr viel näher und erscheinen eben ausgedehnt im Teleskop. Weitere Planeten am Sommerhimmel habe ich Ihnen ja eben schon in der Übersicht mit Stellarium gezeigt, dass wir besonders jetzt in den Monaten Juli und August die beiden Gasriesen des Sonnensystems, Saturn und Jupiter, nebeneinander haben. Und hier habe ich von der Silvia Kowolik, auch eine Planetenbeobachterin aus Deutschland, die seit vielen Jahren sehr schöne Bilder macht, einmal gezeigt, dass hier auch mal einer der vier galileischen Monde, Io, Ganymed, Callisto und Europa, sind ja die vier hellen Monde, hellsten Monde des Jupiter. Er hat ein ganzes Rudel, aber das sind die vier hellen, die man sieht. Und dann sehen Sie, dass so ein Mond auch ab und an, ich glaube hier war es Ganymed, einen Schatten auf den Jupiter, auf die Jupiter-Atmosphäre werfen kann. Sie sehen aber auch hier diesen berühmten großen roten Fleck, einen Wirbelsturm, den es doch seit Jahrhunderten gibt. Und wenn Sie wissen, dass von hier bis hier das so ungefähr 11 Erddurchmesser sind, können Sie sich vorstellen, dass unsere Erde ungefähr hier in diesem Gebilde auch Platz hätte. Nur, dass Sie mal eine Vorstellung haben, wie groß dieser Sturm ist. Und Silvia hat tatsächlich auch eine kleine Animation gerechnet. Sehr schön aus mehreren Einzelaufnahmen. Ja, das ist ein Bild von einem Sternfreund aus Australien, auf dessen Bilder ich netterweise oft zurückgreifen darf. Das ist der Anthony Wesley. Anthony, if you're watching, thank you very much. Und diese Bilder sind natürlich in Australien, wo der Jupiter jetzt höher am Himmel steht, auch noch mit etwas mehr Auflösung. Auch das ein sehr erfahrener Fotograf. Für solche Bilder hätten Sie früher eine Raumsonde hinschicken müssen. Das ist erstaunlich, was heutzutage mit Amateur-Equipment und wirklich guten Bildverarbeitungsprogrammen möglich ist. Sie können aber auch Raumsondenbilder benutzen und die weiterverarbeiten. Das ist zum Beispiel eine Jupiter-Perspektive, wie wir sie von der Erde aus so nie haben können. Das ist der Jupiter aufgenommen von der Raumsonde Juno. Und diese Sonde Juno umkreist den Jupiter im Moment und kommt ihm immer wieder mal nah und fliegt dann ziemlich dicht über diesen Jupiterwolken her. Und die Bilder sind frei verfügbar. Im Grunde hat das diese Kamera, hat diese Sonde eine Art Webcam dabei. Und diese Bilder können dann auch weiterverarbeitet werden von Fans, was eine tolle Sache ist, die Wissenschaft der Planeten auch ein bisschen populär zu machen. Auch so werden Sie Jupiter noch nie gesehen haben. Das ist ein Blick von Juno auf den Jupiter-Nordpol im Infraroten. Und Sie sehen hier sehr eigenartig einen Wolkenwirbel, umgeben von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 weiteren Wirbelstrukturen. Hier bildet sich auch noch ein neuer. Also ein System von Wolkenwirbeln um den Jupiter-Nordpol. Da wir immer in der gleichen Ebene unseres Sonnensystems sind, können wir den Jupiter nicht so ohne weiteres auf den Nordpol gucken, aber mit Raumsonden gelingt das und erstaunlicherweise kann man dann solche Strukturen entdecken, wie nie jemand so auf dem Schirm gehabt hätte. Ja, und ich hatte ja schon gesagt, am 21. Dezember kommt es zu dieser sehr engen Begegnung zwischen Jupiter und Saturn
Und hier habe ich ein weiteres ganz fantastisches und seit neuestem auch kostenlosen Astronomieprogramm geschrieben von Thomas Pfleger. Eye and Telescope heißt es. Da können Sie unfassbar viele Sternkarten und sich überlegen, was Sie in der folgenden Nacht beobachten, alles ausrechnen lassen. Sie können aber auch sich immer simulieren lassen, wie sieht das bei welcher Vergrößerung dann in Ihrem Teleskop aus. Und hier habe ich mal einen simulierten Blick durchs Teleskop von Saturn und Jupiter am frühen Abend des 21. Dezember. Und Sie sehen beide Planeten als kleine Scheibchen. Sie können also die Planetennatur erkennen. Sie sehen auch hier die galileischen Monde. Auch bei Saturn sehen Sie den einen oder anderen Mond. Es wird wahrscheinlich zu hell sein am Abendhimmel, in der Dämmerung, dass Sie die Monde sehen von Saturn. Aber Sie werden, die kommen sich so nah, die beiden. Das ist der Bruchteil eines Monddurchmessers. Und Sie werden das sehr, sehr seltene Vergnügen haben, die beiden Platzhirsche unseres Sonnensystems, Jupiter und Saturn, im gleichen Gesichtsfeld eines Teleskops zu sehen. Das ist sehr, sehr außergewöhnlich, so ein bisschen Stern von Bethlehem 2.0. Also 21.12. bitte im Kalender dick ankreuzen. Auch hier von Anthony nochmal ein Foto aus Australien, Saturn im Mai. Im Moment blicken wir noch ein bisschen auf die Ringebene, der ist zu uns geneigt, gucken wir ganz gut drauf und können sehen, dass der Ring kein einzelner Ring ist, sondern beim näheren Hinsehen tatsächlich zerfällt in eine Fülle von einzelnen Ringen, besonders prominent hier diese dunkle Stelle, die sogenannte Cassinische Teilung. Und es gelingt bei dieser Neigung Saturns sogar in dem Fall, dass wir eben Saturn können wir wirklich auf den Nordpol blicken im Moment noch. Und da sehen wir hier eine merkwürdige sechseckige Wolkenstruktur. Auch das ungewöhnlich, aber schon seit ein paar Jahren beobachtet. Diese Aufnahme entstand übrigens mit einem Infrarotfilter, aber mit einem durchaus üblichen Teleskop. Ich nutze jede Gelegenheit, um bei einem Vortrag dieses Bild irgendwie einzubauen. Es ist eins meiner absoluten Astronomie-Highlight-Fotos ever. Entstanden im Juli 2013, aufgenommen von der amerikanisch-europäischen Cassini-Mission. Das ist die Cassini-Sonde und die war einige Jahre im Saturnsystem unterwegs, hat den Saturn und auch die Monde erforscht und es gab den Huygens Lander, einen europäischen Lander, ein Modul, das auf dem größten Saturnmond Titan gelandet ist und da Methanseen und solche Dinge entdeckt hat, also ganz fantastisch. Und ja, dieses Foto ist von der Nachtseite Saturns aus in Richtung Sonne gemacht. Sie sehen also quasi Saturn im Gegenlicht und das Sonnenlicht scheint hier durch die Ringe. Also und wenn das nicht schon fantastisch genug wäre, was wirklich irre ist, spielt sich hier unten unterhalb dieser Ringebene ab und das vergrößere ich Ihnen jetzt mal gerade. Schauen Sie, dieses Pünktchen, Sie ahnen es wahrscheinlich schon. You are here. Das ist unser blauer Planet, unsere Erde aus 1,5 Milliarden Kilometern Entfernung. Und deswegen, ich bin der Meinung, Raumsonden erzählen uns auch etwas über unsere Position im All. Und natürlich kann man sagen, bei diesen Entfernungen erscheinen manche Dinge, die uns bewegen, nicht so wichtig. Das will ich gar nicht sagen, aber es weitet zumindest den Blick und gibt uns eine Idee, wo wir stehen im All. Deutschland war tatsächlich bei dieser Mission auch beteiligt mit, ich glaube, 120 Millionen Euro war das. Und das können Sie natürlich sagen, 120 Millionen Euro, heutzutage gab auch gar nicht mehr so viel Geld, aber was könnte man dafür machen? Man könnte, ja, man könnte in einem leeren Berliner Flughafen 4 Monate lang das Licht brennen lassen. Ist das besser? Nein. Also ich freue mich, dass es sowas gibt. Ich freue mich, dass Geld auch für andere sinnvolle Dinge ausgegeben wird. Aber ich finde es, ja, bin ja selber ein Mensch, der aus der Kultur kommt, als Pianist, aber ich sage, es ist auch eine Kulturtechnik, dass wir unseren Blick weiten, dass wir Dinge über unsere Umgebung, über unser Sonnensystem, über die Welt, in der wir im großen Sinne leben, dass wir Dinge darüber erfahren. Und Cassini ist für mich da ein Paradebeispiel einfach. Ich muss Ihnen noch kurz was erzählen über einen
ja, Hoffnungsträger am Himmel, einen Kometen, der eigentlich ziemlich hell hätte werden sollen, den es aber zerlegt hat. Das war der Komet Y4 Atlas. Und der hätte eigentlich ganz passabel am Nachthimmel auch hier in unseren Breiten erscheinen sollen. Aber dann hat es ihn wirklich zerlegt. Das heißt, dieser Komet ist in seine Einzelteile auseinandergegangen. Und man sieht hier in dieser Hubble-Teleskopaufnahme einzelne dieser Fragmente innerhalb von 3 Tagen, dass sich das sehr dynamisch entwickelt hat. Jetzt gab es aber noch einen anderen Kometen namens Swan. Das sind oft dann so Abkürzungen. Kometen heißen ja immer nach ihren Entdeckern. Das kann heutzutage auch ein automatisches Suchprogramm, ein Teleskop oder ein Satellit sein. Und dann kam eben der Swan, der war erst sehr vielversprechend auf der Südhalbkugel. Einige haben ihn sogar mit bloßem Auge gesehen. Er hat einen tollen Schweif entwickelt. Den sehen Sie ja sehr strukturreich. Und hier eine sogenannte Koma, der war ein Kometenkern. Das sind ja nur wenige Kilometer, aber so eine Gashülle und dann Plasma- oder Staubschweife können sich dann auf zigtausende Kilometer ausdehnen. So dünn das Gas verdünnt ist, ja, ein Komet kann trotzdem stellenweise das größte System im Sonnensystem sein, wenn auch sehr, sehr nah am Vakuum, aber eben sehr schön zum Leuchten angeregt oder lichtreflektierend. Dieser Komet 2020 F8 Swan hätte also ein guter Ersatz für Komet Atlas sein sollen, aber nun ja, es war ein sterbender Swan, um das mal so zu kalauern. Der hat sich auch zerlegt. Man weiß bei Kometen nie, wie sie sich wirklich entwickeln, oder es gibt immer eine gewisse Unsicherheit. So ein Komet kann einen fulminanten Helligkeitsverlauf haben, wenn er sich der Sonne nähert und der Erde, kann aber auch kläglich versagen. Und das war jetzt bei Swan der Fall. Warum ist das so? Dazu muss ich Ihnen ganz kurz mal zeigen, wie so ein Komet aussieht. Wir haben hier ein wunderbares Beispiel von dem Kometen Churyumov-Gerasimenko, der von der europäischen Sonde Rosetta wunderbar beobachtet wurde, so ab 2014 bis 2016 waren so 2 Jahre, da war auch dieser Lander Philae dabei, vielleicht erinnern Sie sich noch. Und Sie sehen in diesem Objekt, ja, es ist etwa 4 mal 3,5 mal 3,5 Kilometer groß, vielleicht auch zusammengebacken aus 2 einzelnen Stücken, man weiß es nicht so genau. Im Grunde ist das eine Art Schnee-Eis-Schmutzball. Früher sagte man, Kometen sind schmutzige Schneebälle, heute sagt man eher, es ist genau andersrum, es ist mehr Schmutz als Schnee. Es ist im Grunde das, wenn wir mal einen Winter hatten und es wurde kräftig gestreut und es war viel Dreck und es taut. Und das, was so ein Knüssel dann irgendwie, so ein Bordstein zuletzt so übrig bleibt, dieses schwarze Etwas, ja, so ungefähr, das aber fast steinhart verbacken, das ist ein Komet im Wesentlichen. Und wenn das Ganze sich der Sonne nähert und die Sonne mit ihrer Wärme, mit ihrer Energie das erwärmt, dann kann dieses Gas verdampfen und dann sehen Sie hier, da entsteht auch schon, so entstehen ja diese Kometenschweife. Sie sehen aber auch, dass hier in diesem Sattel zwischen diesen beiden Stellen, das ist so eine Engstelle, und wenn es da zunehmend verdampft, dann können Sie sich vorstellen, dass es das irgendwann hier auch mal nicht mehr gibt, dieses Zwischenstück, dass es dann auch den Kometen zerlegt. Und so sehen wir eben auch live, dass sich solche Himmelskörper auch mal vor unseren Augen auflösen können. Dieser noch nicht, aber eben ein Komet wie Y4 Atlas. Es gibt einen Hoffnungsträger für diesen Sommer, jetzt ziemlich neu entdeckt von NEOWISE. Das WISE-Teleskop ist ein Infrarot-Teleskop, das hat diesen Kometen vor nicht allzu langer Zeit entdeckt. Und ich darf diese Karte aus Astronomie, das Magazin, Ausgabe 11, hier nutzen. Das Heft ist noch in Druck, aber da ich Redakteur bin, konnte ich schon einen kleinen Screenshot machen und ich darf ihn hier zeigen. Also, das ist eine Aufsuchkarte. Sie erinnern sich vielleicht an den Löwen eben, das Bügeleisen, und hier oben wäre der große Wagen, also eine große Bärin, hier die Zwillinge, und der Komet ist Anfang Juni noch am Morgenhimmel, so Mitte Juli ist er der ganzen Nacht zu sehen, wird dann zum Objekt des Abendhimmels. Wie hell der wird, kann ich Ihnen nicht versprechen, Sie brauchen wahrscheinlich ein Fernglas, aber es kann sein, gerade hier in dieser ersten Phase, dass er am Morgenhimmel um den 10. Juli rum, wenn er so auftaucht in der Morgendämmerung, dass Sie
ihn vielleicht, nageln Sie mich nicht fest, vielleicht aber mit bloßem Auge werden sehen können. Das wäre natürlich eine tolle Entschädigung, da können die anderen Kometen sich zerlegen, diese Lust und Laune haben. Was wir auch in diesen Wochen sehen können, und einige haben es schon gesehen, ist ein, gerade in Breiten wie Bonn und weiter nördlich, sind leuchtende Nachtwolken oder nachtleuchtende Wolken, Noctilucent Clouds werden sie international genannt. Und ich habe Ihnen ja in der Vorankündigung, hier im Pressetext stand ja, dass man in diesen Zeiten vielleicht doch irgendwas haben sollte, einen Silberstreif am Horizont. Voilà, hier ist er. So sehen die Dinge aus. Das sind genau Aufnahmen, die ich vor einem Jahr gemacht habe. Das war Mitte Juni 2019. Und wie gesagt, einige Sternfreunde haben auch ähnliche Bilder jetzt schon gemacht. Das ist so ein perlmuttfarben, bläuliches, am Horizont ein bisschen gelblicheres Licht, so wellenförmige Strukturen. So sieht das dann etwa aus. Meistens in den späten Dämmerungsstunden. Blickrichtung Norden. Was ist das? So eine leuchtende Nachtwolke ist etwas sehr Filigranes, sehr Dünnes, ein Gebilde in der Hochatmosphäre, also schon in der hohen Mesosphäre, knapp 80 Kilometer hoch. Das sind Eiskristalle und man weiß noch nicht so ganz genau, wie die sich bilden. Man hat gemerkt, in den letzten Jahren ist es etwas mehr geworden mit diesen Wolken und das hat vielleicht auch mit Umweltfaktoren was zu tun. Man hat es nach Vulkanausbrüchen gesehen, sie brauchen ja so ein bisschen Aerosole, Kondensationskeime, dass sich so vielleicht ein Eiskristall dann anlagert in so großer Höhe, da ist es ja eigentlich ziemlich trocken. Es können vielleicht aber auch Meteore sein, so kleine himmlische Sternschnuppentreffer, die hier vielleicht so ein paar Staubkörnchen eintragen, wo sich solche Eiskristalle bilden. Sie sehen, das Ganze spielt sich in großer Höhe ab. Und das bedeutet auch, wenn wir hier von Bonn aus so eine leuchtende Nachtwolke sehen, die noch vom Sonnenlicht getroffen wird, während bei uns längst Nacht ist, dann ist die wahrscheinlich irgendwo über Skandinavien. Und es gab letztes Jahr ein Mega-Ereignis, kann man wirklich sagen. Das war die Nacht vom 21. auf den 22.06.2019. Da war der ganze Himmel übersät mit diesen Wolken. Ich kenne keinen, der das je so gesehen hat. Das war wirklich die ganze Szene von Leuten, die sowas gerne beobachten, war in heller Aufregung. Das hat man wirklich bis über den Alpenraum hinaus noch gesehen. Das war, ich glaube, sogar bis in Italien gab es Sichtungen. Normalerweise sieht man das eher nur im Norden am Horizont und es hat hier den ganzen Himmel überzogen. Sie waren quasi direkt drunter. Jetzt sagen Sie sich vielleicht, das sieht doch aus wie so Zirruswolken. Da kann der Paul Lomber uns viel erzählen, dass das 80 Kilometer hohe, ganz dünne Eiswolken sind. Jetzt gucken Sie mal das nächste Bild. Da gab es ja noch Flugverkehr letztes Jahr um die Zeit, mehr als jetzt. Und da kam also ab und zu mal hier ein Flugzeug vorbei mit einem Kondensstreifen. Sie sehen, dass dieses hochfliegende Flugzeug weit unterhalb der Wolken ist. Also der Kondensstreifen ist nirgendwo unterbrochen. Dieses Wolkengeschehen spielt sich weit dahinter in viel größeren Höhen ab. Ja, und so sah das dann im Laufe der Nacht aus. Merken Sie sich mal diesen Zacken hier. Ich zeige Ihnen gleich noch eine Zeitrafferaufnahme, denn die Dinger bewegen sich auch. Dann wurde es wieder so perlmuttfarben und mit dem schwindenden Dämmerungslicht sah man nur noch ein schönes Display, so nennt man das, am Horizont. Hier in Bonn gibt es mit Stefan Krause, einen Sternfreund, der sich sehr um die Erforschung dieses Phänomens und Publikationen auch bemüht. Es gibt für alles im Internet ein Forum, es gibt auch für diese NLCs, diese leuchtenden Nachtwolken, gibt es auch ein Forum und da wird dann auch immer gewarnt, wenn es wieder was zu sehen gibt. Aber Sie sollten in jedem Fall in diesen Tagen und Wochen, wenn es nachts klar ist, Ausschau halten nach diesen Wolken. Ja, der eben genannte Tom Pfleger, der dieses schöne Teleskop geschrieben hat, der hat letztes Jahr in dieser gleichen Nacht eine kleine Animation gemacht, aus mehreren Aufnahmen zusammengesetzt. Die zeige ich Ihnen jetzt mal, damit Sie sehen, diese Wolken, wie alle Wolken, sie bewegen sich, wenn auch in großer Höhe, großer Ferne und langsam. Ich mache ein paar kleine
Musiktöne dazu und dann schauen Sie sich das mal an. Vom Himmel. Etwas über das Himmelsblau, das ist eine Sache, auf die ich jetzt auch in diesen sehr schönen, klaren Tagen und Wochen im Frühjahr gestoßen bin. Etwas, von dem ich noch nie was gehört hatte, was ich aber so spannend finde, dass ich es Ihnen unbedingt zeigen möchte. Ja, wie blau ist das Himmelsblau? Zunächst mal kurz, warum ist der Himmel überhaupt blau? Das Sonnenlicht ist ja eigentlich über den ganzen Regenbogen verteilt. Die Sonne ist eher so gelblich, aber es ist eigentlich ein weißes Licht. Aber es ist so, ohne das jetzt im Detail zu erklären, aber das blaue Licht wird mehr, das kurzwellige blaue Licht wird mehr gestreut an den Luftteilchen, verteilt sich über den Himmel. Und das rote, langwellige kommt eher so durch, deswegen sind die Sonnenuntergänge zum Beispiel ja auch rot. Und jetzt ist ja die große Frage, durch diese gesamten wirtschaftlichen Änderungen, die wir hatten. Weniger Flugverkehr, einige Drosselungen in Produktionen, weniger Autoverkehr. Hat sich das ausgewirkt? Ich meine, wir hatten einfach Glück, dass wir schönes Wetter hatten. Manchmal war es zu trocken einfach auch, aber wir hatten tollen blauen Himmel. Aber ist das vielleicht blauer als sonst gewesen? Das wäre ja eine interessante Forschungsfrage. Braucht man da ein tolles Hightech-Instrument dafür? Nein, eigentlich nur einen Ring aus Pappe, ein sogenanntes Cyanometer. Und es gibt in der bayerischen Stadt Hof einen Astronomiedidaktiker, einen Pädagogen und aktiven Beobachter, der sich immer wieder ganz engagiert reinhängt, wenn es darum geht, auch Unterrichtsmaterialien zu entwickeln. Das ist der Kurt Hopf und der hat dieses Instrument wiederentdeckt. Und da auch, ich fand das so toll, dass ich gesagt habe, Kurt, du musst da einen Artikel drüber schreiben. Und auch hier ist der Artikel schon, obwohl das Heft noch im Druck ist, ich darf es hier schon zeigen. Also, wie blau ist der Himmel? Es gab im 18. Jahrhundert Horace Benedict de Saussure, einen Begründer des Alpinismus, einen Forscher, der 1787 die erste wissenschaftliche Expedition auf den Mont Blanc geleitet hat. Er war nicht der Erstbesteiger, aber ein Jahr später stand er als einer der ersten Menschen auch oben, dieser Monsieur de Saussure. Und der hatte eine Skala entwickelt von 0 bis 52, von weiß über milchig blau, hellblau, tiefblau, dunkelblau bis fast schwarzblau. Und diese Skala, damit wollte er messen, wie blau ist das Himmelsblau. Es ist ein bisschen trickreich, das anzuwenden. Sie können es nicht ins direkte Sonnenlicht halten, auch nicht in den Schatten. Dann stimmt das nicht überein. Sie müssen es so ein bisschen gekippt halten. Und dann können Sie das ungefähr erkennen, welchen Wert Ihr Himmelsblau hat. Ja, Alexander von Humboldt hörte davon und der ist ja dann mit Aimé Bonpland nach Südamerika gereist und hat den Chimborazo bestiegen. Monsieur Saussure hat also, ich glaube es war 36 oder so war der Wert, der war 37, den er auf dem Mont Blanc gemessen hat, also das ist schon fast ein Schwarzblau, aber der Alexander von Humboldt hat sich bei ihm das Instrument ausgeliehen, so eine Skala, hat die mit nach Südamerika in 6000 Meter Höhe genommen und kam da sogar auf 47, also ganz schwarz. Und Leute, die den Everest bestiegen haben, die sagen, also das ist ein fast schwarzer Himmel, den man da sieht. Also er hat sich das ausgeliehen, das war damals unglaublich teuer und kompliziert, das herzustellen. Ich weiß allerdings nicht, ob er es dem guten Mann, er wird es ihm wohl kaum zurückgegeben haben, denn Benedikt Horace de Saussure ist 1799 gestorben und ich glaube 1802 war das, dass Humboldt auf dem Chimborazo war. Also das hat dieses Ergebnis hat de Saussure leider nicht mehr erlebt.
Der Himmel ist tatsächlich wohl im Moment etwas blauer gewesen in den letzten Wochen. Es gibt eine Veröffentlichung vom DLR hier aus dem Köln-Bonner Raum. Die haben gemessen, dass es zum Beispiel unabhängig davon, dass wir eine sehr trockene Luft hatten, aber insgesamt 90% weniger Kondensstreifen zum Beispiel hatten. Aber die Frage ist, wie ist das langfristig? Und das können Sie sich auch als Schüler, können Sie mit Schulklassen machen. Fand ich eine tolle Idee. Und damit Sie es finden, ich habe hier unten links eine Kurz-URL eingeblendet. Und danke an den Stefan Deiters, meinen Chefredakteur, der hat nämlich eben noch heute Nachmittag, obwohl das Heft noch gar nicht erschienen ist, diese URL freigeschaltet. Das heißt, Sie finden zu dem Thema Himmelsblau weitere Informationen und so eine Skala als Download. Und ich bin kein großer Bastler, aber selbst ich habe es geschafft, das auf den Karton zu kleben und auszuschneiden. Und dann viel Spaß bei der Beobachtung des Himmelsblaus. Eine Weltraumreise zu einem Nachbarplaneten steht uns noch bevor. Wenn wir Glück haben, kann wahrscheinlich so am 20. Juli eine Raumsonde zum Mars starten. Nämlich Mars 2020, eine amerikanische Sonde, die einen Rover dabei haben wird. Ähnlich wie diesen bekannten Rover Curiosity. Und auch dieser Rover wird auf dem Mars landen, aber nicht irgendwo, sondern der hat eine ganz bestimmte Aufgabenstellung. Dieser Rover Perseverance, wie der heißen, wird sich hier an dieser Stelle, das ist die große Syrte, so ein markantes Dunkelgebiet auf dem Mars, da wird er landen. Hier sehen Sie andere Mars-Rover, die schon gelandet sind, hier die Vikings aus den 70er Jahren oder Spirit and Opportunity, Curiosity. Aber der hier wird an dieser Stelle landen, die kenne ich übrigens, die Stelle, jetzt aus eigenen Anschauungen, aus der Ferne natürlich. Ich habe nämlich hier vor 4 Jahren bei einer besonders guten Mars-Erscheinung diese Gegend große Syrte selber mal mit einem Teleskop fotografiert. Hier etwa da wird er landen. Und zwar in einem ehemaligen See. Das ist so ein Krater, der wohl, der Mars hat vermutlich eine deutlich nassere Vergangenheit, als man jetzt sieht. Und man sieht alte Fließstrukturen, auch Ablagerungen, Sedimente. Und es ist natürlich mega spannend, genau da zu landen, wo mal Wasser war. Denn wo Wasser war, war vielleicht auch Leben. Und anders als die meisten Sonden vor ihm ist dieser Rover explizit in der Lage, auch so nach Biomarkern zu suchen. War der Mars habitabel? War er bewohnbar? Das ist die große wissenschaftliche Frage mit einer Fülle von Instrumenten aller Art, die da an Bord sind. Und als technologischem Experiment wird es auch so eine Art Drohne geben, so einen kleinen Mars-Helikopter, die Mars-Atmosphäre, wie die der Venus auch fast nur Kohlendioxid, aber anders als bei Venus, ganz, ganz dünn. Der Helikopter muss sehr, sehr leicht sein, damit er überhaupt in dieser dünnen Atmosphäre fliegen kann. Aber auch das ein sehr interessantes Experiment. Der Rover wird auch Proben entnehmen, der wird den Marsboden anbohren und etwas über 30 Bohrkerne entnehmen, die gut verpacken. Und er selbst wird nicht zur Erde zurückfliegen, aber er wird eine sogenannte Sample Return Mission auch vorbereiten. Das heißt, wenn dann irgendwann mal später so eine Raumsonde vorbeikommt, die dann genau da landet, die eine Rakete hat, die zurückfliegen kann, kann man solche Proben einsammeln und dann zur Erde zur weiteren detailreichen Analyse verbringen. Das ist natürlich eine Perspektive, die wir so bisher in der Planetenforschung auch in dem Maße nicht hatten. Ich bin an Bord, zumindest dem Namen nach. Das war ein PR-Gag, den die Amerikaner hatten. Sie konnten also ihren eigenen Namen auf diesem Mars-Mission mitfliegen lassen. Das gab es auch schon bei vorherigen Sonden. Ich bin also sozusagen schon ein Frequent Flyer und gucken mal, was das hier für Meilen gibt. Über, ja, also tatsächlich über 500 Millionen Kilometer werden wir hier gut geschrieben. Ich weiß allerdings noch nicht, ehrlich gesagt, wo ich sie einlösen kann und was ich davon habe. Aber trotzdem, ich finde es eine nette Idee, dass man sich als Raumfahrtinteressent so einen Boarding Pass ausdrucken lassen kann. Das Boarding Gate ist quasi schon closed, Sie können das nicht mehr machen, aber ich bin sicher, die NASA wird das auch bei künftigen derartigen Missionen machen. Die Europäer haben es auch schon gemacht und ich darf Ihnen verraten, mein Name liegt auch schon mit der Cassini-Huygens-Mission auf dem Saturn und Titan. So lange gibt es das schon. Na also. Aber Ihre Raumreise brauchen Sie gar nicht mit Raumsonden anzutreten.
Mir persönlich genügt oft schon einfach nur der Blick durch ein ganz stinknormales kleines Teleskop wie hier, wo ich mal mit dem Handy durchs Okular geknipst habe, wie schön es immer wieder ist zu sehen, einfach nur unseren guten alten Mond, wenn er hier ein zunehmender Mond ist und hier mit seinen Kratern, hier sehen Sie den Krater Plato zum Beispiel und diese Ringgebirge hier wunderschön. Es kann so einfach sein, Astronomie zu betreiben. Dann möchte ich Ihnen noch, das fand ich auch sehr spannend, von einem interstellaren Experiment berichten. Also interstellar zwischen den Sternen. Dazu muss ich Ihnen kurz erklären, was es mit dem Begriff einer Parallaxe auf sich hat. Ich darf Sie gerade bitten, den Daumen auszustrecken an Ihrem Arm und dann machen Sie bitte mal abwechselnd das rechte und das linke Auge zu und Sie werden eines sehen, der Daumen springt vor dem Hintergrund hin und her. Jetzt sind die Sterne unterschiedlich weit weg und die Erde kreist im Laufe eines Jahres einmal um die Sonne. Zwischen hier und hier, an den sagen wir, zwei gegenüberliegenden Stellen unserer Erdbahn um die Sonne, das ist ein Unterschied von 300 Millionen Kilometern. Wenn man einen Augenabstand hätte von 300 Millionen Kilometern, ja, dann müsste man doch schon die Sterne hin und her springen sehen, die näheren vor den fernen. Das war übrigens ein lange hervorgebrachtes Argument gegen das heliozentrische, kopernikanische Weltbild. Denn wenn die Erde sich bewegt und die Sonne steht im Mittelpunkt, ja, dann müssten wir diese Bewegung doch sehen. Doch sie war viel zu winzig. Es gelang erst Bessel und seinen Zeitgenossen im 19. Jahrhundert, diese Parallaxen, diese winzigen Eigenbewegungen zumindest der nächsten Sterne zu messen. Heute haben wir den Satelliten Gaia, ganz fantastisch, da gelingt es, Millionen von Sonnen zu messen. Sterne sind Sonnen, Millionen von diesen Sternparallaxen. Aber wie wäre es, wenn wir eine Raumsonde nehmen, also weiter rausgehen als 300 Millionen Kilometer zwischen Frühjahr und Herbst, ja? Dann haben wir eine ganz andere Basislinie. Wenn wir dann auf der Erde einen Stern fotografieren und diese Raumsonde einen Stern fotografieren lassen, müssten wir doch zumindest bei den allernächsten Sternen in unserer Nachbarschaft einen Versatz vor den ferneren Sonnen sehen. Und genau das ist jetzt gemacht worden. Zum Einsatz kam die Sonde New Horizons. Sie erinnern sich vielleicht, im Juli 2015 ist sie an Pluto, dem Zwergplanet Pluto, mit seinem Mond Charon vorbeigeflogen. Und dann an diesem, zu Anfang 2019, an diesem Arokot, diesem kleinen Doppelasteroiden im sogenannten Kuipergürtel. Also wo ist diese Sonde New Horizons jetzt? Sie ist, ich habe es eben nochmal geguckt, das ist von heute Nachmittag von der Seite vom Jet Propulsion Laboratory. Sie ist im Moment ca. 7 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt. Sie sehen hier das innere Sonnensystem, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, Pluto und hier, da ist im Moment, Stand heute, New Horizons. Was ist der nächste Stern von der Sonne aus gesehen, von uns aus gesehen, unserem Sonnensystem? Das ist Proxima Centauri. Es gibt Alpha, Beta, Centauri. Klar, aber dieser Proxima Centauri, der ist ein bisschen näher, das sind 4,2 Lichtjahre etwa. Ich habe ihn in Namibia, ist ein schwacher Stern, ein kleiner Stern. Und den habe ich in Namibia mit viel Sucherei einmal in meinem Leben mit bloßem Auge auch gesehen. So, und hier ist das Ergebnis. Übrigens gibt es auch Stereobilder davor, an denen war Brian May beteiligt, der Queen-Gitarrist, der auch ja ein toller Astronom ist und der hat eben auch Stereobilder gemacht, die finden Sie im Internet. Hier, um es Ihnen auch etwas optisch leichter zu machen, habe ich so ein Wackelbild genommen, das ist Proxima Centauri gesehen von der Erde im Wechsel mit der Sonne New Horizons und Sie sehen genau das, so wie der Daumen hin und her springt zwischen der fernen Landschaft. So springt der nahe Stern hin und her vor den fernen Sternen. Und dann gibt es einen zweiten, der ist etwas mehr 7 Lichtjahre entfernt im Sternbild Löwe. Das ist Wolf 359. Science-Fiction-Fans kennen den vielleicht, Star Trek-Fans. Da gab es mal eine epische Schlacht gegen die Borg, glaube ich, ja. Captain Jean-Luc Picard. Ja, das ist also Wolf 359, auch ein sehr unscheinbarer Stern, so ein roter Zwergstern. Den können Sie ohne Teleskop gar nicht sehen,
aber hier fotografiert mit einem erdgebundenen Teleskop und mit der Sonde New Horizons zur gleichen Zeit. Auch hier sehen wir ganz eindeutig einen Versatz. Sterne sind unterschiedlich weit von uns entfernt. Zum Schluss möchte ich Ihnen noch unbedingt mit Ihnen zusammen einem Geburtstagskind gratulieren, nämlich dem Hubble-Weltraumteleskop, benannt nach Edwin Hubble, der sich mit der Entfernung und Klassifikation von Galaxien beschäftigt hat, wobei er die Expansion des Alls und das Thema, und dass wir da zum Urknall zurückrechnen können, das war erst eher Georges Lemaître, ein Zeitgenosse von Hubble, der das erkannt hat als erst, aber Hubble gebührt genauso viel Ruhm in der Zeit der Kosmologie, und deshalb wurde das Teleskop nach Edwin Hubble benannt. Und es startete im April 1990 und entsprechend wurde jetzt im April 2020, 30 Jahre später, ein Jubiläumsfoto eröffnet. Hier ist ein 1:1 Modell oder Zwilling des Hubble Space Telescope im Smithsonian Museum in Washington. Und ich hatte mal das Vergnügen, in diesem Museum zu sein und davor zu stehen, habe ich dann dieses Bild gemacht. Und Sie sehen hier ein paar Leute rumlaufen. Sie sehen, das ist schon ein verdammt großes Instrument. Und es hat uns in den 30 Jahren wirklich Bilder beschert, die sich durchaus ins Gedächtnis der Menschheit auch mit eingegraben haben. Zum Beispiel dieses, eines seiner berühmtesten Fotos aus dem Jahr 1995, die Pillars of Creation, das ist der Adlernebel in der Sommermilchstraße im Grenzgebiet Schlange Richtung Schütze. Und was wir hier sehen, ist eine Gas- und Staubwolke, und Sie können sich vorstellen, dass hier in diesen Ausstülpungen in Zeitlupe vor unseren Augen Sonnensysteme, ganze Planetensysteme neu entstehen. Oder auch ein berühmtes Bild, das ist hier der Pferdekopfnebel, Horsehead Nebula. Der sieht aus ein bisschen wie ein Seepferdchen, diesem Stern mit Orion. Normalerweise erscheint der dunkel vor hellem Grund. Das hier ist eine Infrarotaufnahme, deswegen sehen Sie es ein bisschen wie negativ. Und auch hier blicken wir im Grunde in die Kinderstube von Sternen, die gerade hier im Entstehen begriffen sind. Viel weiter draußen im tiefen All, jenseits unserer eigenen Milchstraße, sind diese The Mice, die Mäuse genannten zwei Galaxien, ein Galaxientanz in Ultrazeitlupe. 300 Millionen Lichtjahre entfernt sind hier diese beiden Galaxien, die sich durch ihre Schwerkraft begegnen, miteinander wechselwirken und dabei solche langen Schweife aus Sternen hinter sich herziehen. Und auf allen Hubble-Aufnahmen sehen Sie sogar immer im Hintergrund diese länglichen Fleckchen. Auch das sind Galaxien ohne Zahl, viel, viel weiter entfernt. Und damit kommen wir zu einem der faszinierendsten Bilder, die Hubble ziemlich am Anfang gemacht hat, nämlich 1995. Dies hier ist ein Sternenfeld im Sternbild. Große Bärin, also großer Wagen. Das ist ein Sternbild, das wir alle kennen. Da gucken wir aus der Ebene unserer eigenen Milchstraße hinaus und da ist nicht viel an Vordergrundsternen. Man hat sich bewusst das langweiligste Stückchen Himmel ausgesucht, wo möglichst wenig Vordergrundsterne sind. Da ist es also wirklich im großen Bären finster wie im sprichwörtlichen Bärenhintern. Da ist nichts los, da sehen Sie nur wirklich fast schwarzen Himmel. Und hier dieses kleine gelbe, diese kleine gelbe Figur, das ist der Sensor der Hubble-Kamera. Die Fläche, das ist ein 24 Millionstel des gesamten Himmelsareals, der gesamten Himmelskugel, die uns umgibt. Ein 24 Millionstel. Und an 10 Tagen im Dezember 1995 hat Hubble 342 Aufnahmen gemacht, Stunde um Stunde um Stunde belichtet. Diese Aufnahmen wurden addiert und das ist ein Ausschnitt aus dem Ergebnis. Hier noch ein Stern im Vordergrund, einer von wenigen. Aber diese Fleckchen, die Sie hier sehen, ungezählt, es sind über 3000. Es sind alles Galaxien. Und wenn Sie sich überlegen, diese alte Frage, die in dem Lied steckt,
indem wir wissen, wie viele Sterne es in unserer eigenen Galaxis gibt. Schätzungen sind zwischen 200 und 400 Milliarden. Und dann sehen wir in jede Richtung, wo wir solche Fotos machen, wenn wir lang genug belichten, wie auf dieser Hubble-Aufnahme, sehen wir in alle Richtungen Galaxien. Mehr als Sand am Meer, mehr als Sterne in unserer Milchstraße. Und so kommt man auf die ganze große Zahl an Sternen. Und Hubble hat natürlich noch weitere tolle Aufnahmen gemacht, wie dieses hier, ein Sternenfeld, wo ein Galaxienhaufen fotografiert wurde. Und das ist natürlich schon faszinierend genug, aber sehen Sie mal hier, das können Sie auf Ihrem eigenen Monitor besser erkennen als hier auf der Leinwand wahrscheinlich, sehen Sie diese blauen Striche, das sind Galaxien, die noch viel, viel weiter hinter diesem Galaxienhaufen liegen, die durch die Schwerkraft wie durch eine Linse gezeigt werden. Eine Linse aus Schwerkraft. Einstein hatte gesagt, dass es sowas theoretisch geben könnte, aber nie daran geglaubt, dass man es auch wirklich mal sehen könnte. Einstein hat natürlich recht gehabt. Man kann es jetzt sehen. Und das führt uns in eine der großen Geheimnisse der aktuellen Kosmologie. Warum ist da so viel, was Schwerkraft verursacht? Dieser Linseneffekt ist nur erklärbar, indem da mehr ist, als dem bloßen Auge erscheint. Und weil er so dramatisch ist, Donnerzehrer in Bonn, meist draußen ein Gewitter. Also, jetzt ist die große Frage, was ist das, was diese Schwerkraft da erzeugt? Ist es dunkle Materie? Es ist alles noch offen und bleibt sehr spannend zu erforschen. Und pünktlich zum 30. Geburtstag wurde dieses Foto veröffentlicht. Ein wunderschönes Sternentstehungsgebiet hier in der großen Magellanischen Wolke. Das ist eine Zwerggalaxie, die unsere Milchstraße begleitet. Die ist 163.000 Lichtjahre, ist dieses Objekt hier entfernt. Und die Leute aus dem Hubble-Team haben gesagt, das sieht aus wie so ein Riff, wie so eine Unterwasserlandschaft, wie so bunte Korallen fast. Und was wir hier sehen, das ist der Sternhaufen, der auf den schönen Namen NGC 2014 hört. Sie sehen, da sind eine Menge Sterne schon entstanden aus diesem Gas. Wenn was rötlich leuchtet im Weltall, dann wissen Sie dann meistens, das ist Wasserstoffgas, der Stoff, auf dem die Sterne sind. Und offensichtlich sind da schon große, massenreiche Sterne entstanden. Und wenn massenreiche Sterne entstehen, die leben nicht besonders lange, nur wenige Millionen Jahre, dann haben sie ihre Energie verpulvert, dann explodieren sie als Supernova und dann zerfetzen sie so eine Gaswolke. Aber anderswo verdichtet sie sich wieder und dann können lokal wieder neue Sonnen- und Planetensysteme entstehen. Auch wir, unsere Erde, unser Planetensystem ist wohl mal so entstanden. Also hier sehen wir ein absolut dynamisches, turbulentes Sternentstehungsgebiet. Aber was ist dieses Blaue hier? Blaues Gas deutet oft auf Aufnahmen hin, dass hier eher Licht reflektiert wird von sehr heißen Sternen. Und hier, das ist eher das Gegenteil einer Sterngeburt. Hier erleben wir eher einen Stern am Ende seines Lebens, seines relativ kurzen Lebens. Auch das ein sehr massereicher Stern, ein Wolf-Rayet-Stern, so werden die genannt, die sehr verschwenderisch mit ihrer Energie umgehen und am Ende ihres Lebens ihre Gashüllen absprengen. In diesem Fall ist es sogar ein Doppelsternsystem, zwei, die sich umkreisen, und einer davon ist der große Verschwender und schmeißt mit Gaswolken nur so um sich zu unserer Freude und zu Hubbles 30. Geburtstag. Es kann sein, dass dieser Stern schon längst explodiert ist, aber erst in 163.000 Jahren werden wir davon Kunde haben, wenn das Licht uns, wenn er heute explodieren würde, das ist die Entfernung, dann würden wir es erst in 163.000 Jahren wissen. Ja, ich kann Sie nur immer wieder einladen, selber den Blick zu den Sternen zu wenden. Hier habe ich Ihnen eine Aufnahme aus Namibia mitgebracht. Ich habe eine kleine Kompaktkamera 30 Sekunden nach oben gerichtet und schon sah man hier Sterne, zwei Planeten, Mars und Saturn und die leuchtenden Wolken hier rund ums Sternbild Schütze. Und für alle, die dieses Jahr nicht reisen können oder wollen, möchte ich Sie jetzt einladen zu einer
Nacht in den Alpen, knapp 2 Minuten, eine Zeitrafferaufnahme von meinem Sternfreund Georg Dittier. Der hat eine Fischaufnahme gemacht. Sie werden die Milchstraße in einer Sommernacht in den Alpen in Kärnten gleich sehen. Ich mache dazu ein bisschen Live-Musik, denn in einem Planetarium gibt es ja immer Musik. Die kommt hier von meinem kleinen Keyboard. Und ich hoffe, dass dieses Video jetzt läuft, sonst müssen wir es zu Fuß starten. Und dann wünsche ich Ihnen mit der Sternennacht jetzt viel Vergnügen. Kommt nicht an, auf meinem Monitor sehe ich es, das habe ich fast befürchtet. Deswegen machen wir das jetzt einmal anders. Ich werde jetzt dieses Video zu Fuß starten, so schnell geben wir uns hier nämlich nicht geschlagen. Ich mache aber erstmal das Stellarium nochmal aus, so und jetzt. Viel Spaß in den Alpen. Sie sehen nur einen Browser, das ist nicht gut, dann machen wir das, ich habe hier, sehen Sie, das ist live, das ist nicht aufgezeichnet, das muss ich Ihnen teilen, so, wenn das jetzt wirklich hier Fernsehen wäre, wäre es rausgeschnitten, so ist es live, also, dann schauen wir mal Film ab. Und damit nähern wir uns dem Ende dieses portablen Planetariums vom Juni 2020. Mit dieser Aufnahme aus Namibia möchte ich Sie nochmal ein bisschen motivieren. Freuen Sie sich auf alles das, was uns der Himmel noch bereithält und die Forschung und die Dinge. Das Schöne an Astronomie ist, es gehen einem nie die Themen aus. Und wissen Sie, dass den tollen Satz, den der Stephen Hawking gesagt hat, wer neugierig ist, der guckt nach oben. Und ich glaube, das gilt für alle möglichen Bewohnerinnen und Bewohner unseres Raumschiffs Erde. Für solche mit 2 Beinen und auch solche mit Fell, wie ich bei unserem Nachbarskater beobachten konnte, der hier neugierig den Blick zum Himmel hebt. Ja, seien Sie auch der Wissenschaft nicht böse, die nicht immer einer Meinung ist. Das ist das Gute an der Wissenschaft, denn die Wissenschaft braucht immer neue Daten, neue Forschung, neue Erkenntnis. Nur so kommt man weiter. In diesem Sinne, bleiben Sie neugierig. Ich wünsche Ihnen schöne Ferien, wo immer Sie sie verbringen mögen. Und machen Sie es gut und vielen, vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Bis demnächst.